Ja, Kuhnefer hat ein Video gemacht, 9 Minuten 50 geht das, irgendwie über LBKs Doppelmoral. Ich hab's mir noch nicht reingezogen, ja. Das ist von vor 4 Tagen, das habe ich mir nämlich noch nicht gegeben. Okay. Die Musik am Anfang ist immer so laut. Der hat sich bestimmt gedacht, Tim hat sich safe gedacht, yo, pass mal auf, wir machen das so wie im Fernsehen. Da ist die Werbung immer lauter als der eigentliche Film. Jo, Freunde von ABK, also so circa niemand mehr. Ja, ich weiß, ich habe erst am Freitag ein Video. Das würde ich nicht ganz so unterschreiben. Ich glaube, da hat noch viele, die ihn genauso unterstützt Video wie zu ABK davor. hochgeladen, aber ich konnte ja nicht erahnen, dass er sich in seinem neuen Video gefühlt 100 Mal selbst widerspricht. Real Talk, ich fühle mich einfach, als würde ich durch ein Blumenfeld laufen. Und ja, ich hätte das Video natürlich vorher nochmal bearbeiten können und dann ein großes hochladen, aber ja, ich hätte dann natürlich auch nicht das Doppelte an Geld bekommen. Aber gut, der Grund, warum ich eigentlich nochmal ein Video zu ABK mache, ist folgender. Du wirst mein Hobby hier auf YouTube, ich schwöre. Ich hab das gebraucht, ich hab lange kein Beef mehr gehabt und so. Das ist gerade alles, was du hier siehst auf YouTube, ist nur der Anfang. Ich schwöre, Leute werden sagen, hört doch auf mit euren Streitereien. Nein! Ich will Streit! In seinem neuesten Video sind, wie gesagt, einige heftige Widersprüche drin und. Stimmt, daran habe ich mich nicht mehr erinnern können. Aber das hat er mal gesagt, ja. Okay, also der Beef wird fortgesetzt. Ich weiß nicht, hat ABK sich dazu geäußert? Also hat er irgendwie in seiner Story oder so nochmal was dazu gesagt? Mich würde es mal interessieren, weil, wie gesagt, ich war jetzt in letzter Zeit nicht ganz so krass aktiv. Und die werde Felix, ich euch gute in diesem Besserung, Video Bruder. jetzt direkt mal zeigen. Am Anfang geht es erstmal wieder darum, ob Unsympathisch TV nun Klicks gekauft hat oder nicht. Und dieses Mal bringt ABK wenigstens ein Argument dafür. Er hat sich 2019 nämlich mal mit Spendi getroffen und da haben die Videos gedreht. Und Spendi soll ihm da Folgendes erzählt haben. Auf jeden Fall hat mir damals der Spendi gesagt, für den Unsympathisch TV wurden manchmal Klicks gekauft, wenn er ein Placement hatte und dieses dann halt per CPM bezahlt wurde. Und ich kann einfach nur die Wallah-Garantie geben, das hat er mir wirklich gesagt. Wisst ihr, was ich hier einfach mega geil finde? Ein paar Monate vorher hat er in einem Video gegen mich Folgendes gesagt. Allein schon der Inhalt der Aussage, mit der man jemanden beschuldigt, sagt mehr über dich selber als Person aus, als über die Person, die du gerade beschuldigst. Weil sowas einfach nur zeigt, dass man selbst kein Menschenvertrauen hat. Warum glaubst du nicht an das gute Image? Wenn man selber mit seinen eigenen Augen etwas nicht gesehen hat oder mit seinen eigenen Ohren nicht gehört hat, dann sollte man sich einfach diese Option offen halten, dass das, was dir gerade irgendeine Person über eine andere Person sagt, vielleicht gar nicht stimmt. Warum geht man immer davon aus, dass der Mensch schlecht ist und zu 100% das Übel getan hat, was man selber gar nicht beweisen kann? Bei der Muss man an der Stelle wirklich sagen, ist ein Widerspruch. Ist halt faktisch gesehen ein Widerspruch, ja. Weil genau das davor damals vorgeworfen hat und jetzt das gleiche selber macht. Sache mit ApoRed. Will er sich als kompletten Ehrenmann hinstellen, indem er so einen Wannabe-Deep-Talk am Ende des Videos führt, wo er sowas sagt wie: Verurteilt den Menschen nicht, ihr habt keine Beweise, ihr wart nicht dabei. Warum glaubt ihr nicht an das Gute im Menschen? Aber du machst halt einfach das Wer ist Gleiche Simon? eins zu eins selber. Ohne Beweise, ohne dass du es selber gesehen hast, wirfst du Sascha vor, Klicks zu kaufen, weil Spendi dir das gesagt hat. Was ist das denn bitte für eine unglaublich lächerliche Doppelung? Moral. Natürlich ist das noch nicht alles. Im Ausschnitt zu Spendi sagt er dazu noch Folgendes. Und wo er dann hier war, habe ich mit ihm geredet. Natürlich über andere YouTuber, über Business. Da habe ich ihm erzählt, ey Bruder, bei mir mit Placements läuft das immer so, ich bekomme den und den Betrag. Da meint der Bruder, du darfst viel mehr verlangen. Hat ABK gerade gesagt, dass er natürlich mit Spendi über YouTube und das Business gesprochen hat? Wait a minute. Wofür hat ABK mich noch mal wenige Monate vorher kritisiert? Der hat mir gesagt, der war mit dem privat am Chillen, der KuchenTV. Ich hatte eine schlechte. Der hat gesagt, Bruder, der ist richtig nur über Zahlen am Reden. ABK hat es also aus dem Zusammenhang gerissen, indem er es so hingestellt hat, als hätte ich die ganze Zeit über Klicks, Business und YouTube geredet und kritisiert mich dafür des Todes im Sinne von, wie kann man die ganze Zeit über Klicks und Business reden? Ich finde es tatsächlich noch nicht mal. Also, wenn man sich jetzt so aus freundschaftlicher Basis trifft und so, hat man halt viele andere Themen, die man jetzt noch so anspricht. Wie zum Beispiel mit Nico, wobei ist ja kein Freund, ist ja irgend so ein ferner Kollege, ja, will ich jetzt gar nicht weiter sagen, aber wenn du mal andere Interessen hast oder so, dann sprichst du halt mit denen und das würde ich halt mehr als Freundschaft bezeichnen, als wenn du jetzt mit jemandem die ganze Zeit praktisch nur ein Thema abhandelst und das ist halt dann YouTube, Twitch und die Zahlen und so weiter. Wenn du da jetzt bloß dieses genau nur dieses eine Interesse hast. Und deswegen würde ich das auch nicht als Freundschaft bezeichnen, wenn man sich jetzt mal als YouTuber trifft oder so. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, also ich sage jetzt mal so, mit Kuchen TV oder so, es ist schwierig, ich weiß nicht, vielleicht so eine, schon eine Freundschaft, aber jetzt nicht eine gute Freundschaft oder so. Weil man hat sich halt durch YouTube kennengelernt, man hat sich halt jetzt so viermal getroffen oder so und deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, dass man jetzt hier krass befreundet ist.
Ich denke, da macht schon einiges mehr, macht halt schon eine Freundschaft aus, muss man tatsächlich sagen. Obwohl ich halt nachweislich, und Miguel Pablo hat das bestätigt, nur ein, zwei Mal das Ganze angesprochen habe. Aber gleichzeitig ist er halt genauso und hat hier auch zugegeben, dass es vollkommen normal ist, dass YouTuber auch über das Business oder Zahlen reden. Wenn ich das mache, ist es mega schlimm. Dann bin ich arrogant und YouTube ist mein ganzes Leben. Also, wenn ABK das macht, dann ist es einfach normal, denn YouTuber machen das halt einfach so. Aber auch in einem anderen Punkt hat er uns eine tolle Doppelmoral bewiesen. Und wisst ihr, warum der das so macht? Damit der immer auf der sicheren Seite ist. Weil so sagt er genau das, was die Leute nicht hören wollen. Aber wisst ihr, wie man sowas nennt? Mainstream-Fotze. Keine eigene Meinung. Ja, du bist ein Hufeisen. Er kritisiert hier Tim Jacken dafür, dass er angeblich keine eigene Meinung hat, weil er das wiedergegeben hat, was auch 3-4 Leute schon in die Kommentare geschrieben hatten. Denn es ist nur deine eigene Meinung, wenn die noch niemand vorher hatte. Sonst bist du einfach nur ein Mainstream-Mitläufer. Gerade wenn das 5 Leute gesagt haben vorher. Gleichzeitig bedankt er sich aber bei einigen Leuten in seinem Video so. Ein richtig heftiges mit Dankeschön an meinen Bruderherz Sammy, an John Broke und auch an MMA Massi. Das sind Leute, die loyal sind öffentlich, die zu ihrem Brü stehen, unabhängig von dem, was die ganzen anderen Leute sagen. Ey, das ist Real Talk, das ist die, und das sage ich eigentlich nicht gern, so, weil ich eigentlich von ABK viel halte, aber es ist so die dümmste Aussage gewesen. Ja, also, du bist meiner Meinung, du bist der Loyalste, du bist der Beste. Ah, du bist kritisch gegenüber mir eingestellt? Junge, du bist ein richtiger Hurensohn, ja, weil du getraust dich nicht, dich mal auf Oder gegen den Mainstream zu sein und so. Also alles, was nicht deiner eigenen Meinung entspricht, ist dann schlecht oder wie? Das ist dann in Ordnung, wenn man differenziert ist oder wenn man eine andere Meinung hat. Das checke ich einfach nicht. Ja, wenn KuchenTV eine andere Meinung hat als ich, dann sage ich das und wir können uns trotzdem noch in die Augen schauen und verstehen uns. Und würden uns deswegen jetzt nicht die Köpfe einschlagen. Das checke ich einfach nicht. Das ist halt ebenfalls wieder so doppelmoralisch, denn die Leute standen jetzt wahrscheinlich nicht hinter dir, weil das wirklich deren Meinung ist, sondern wie du es ja schon im Video gesagt hast, wollten die einfach loyal zu dir sein. Die Leute haben also ebenfalls schon eine vorgefertigte Meinung und ja, sie laufen nicht dem Mainstream hinterher, aber halt dir und das ist doch genauso fragwürdig. Sammy zum Beispiel wird von dir ja auch extrem gepusht und dadurch habt ihr natürlich eigentlich 1:1 die gleiche Community. Es wäre von ihm ja auch mega bescheuert, dich jetzt in Streams oder Reactions irgendwie negativ zu erwähnen, weil er ansonsten Zuschauer verlieren würde. Du beschwerst dich bei Tim, dass er angeblich ein Mitläufer ist, obwohl das bei deinen Kollegen einfach ebenfalls 1:1 so zutrifft. Aber da ist es okay, denn solange man für ABK ist, ist es in Ordnung. Kommen wir nochmal zum Klicks-Kaufen-Thema und zu Unsympathisch-TV. Der hat nämlich in seiner Reaction Folgendes gesagt. Ich glaube sogar, dass ABK Kontakt zu Nico und Tim hat. Warum nimmt er sich nicht die Zeit und haut die Jungs an? Ey, wenn ich irgendwas vermute oder so, jetzt zum Beispiel in ABKs am Universum, Dicker, Splatterwolf, ich denke auch, Mann. Dann schreibe ich ihn einfach an. Und ich informiere mich. Als ob mir dann deine Kollegen auf WhatsApp schreiben, ja, Bruder, der kauft Klicks. Oder am Telefon, mit der mir das sagt. Niemals, so dumm sind die doch nicht. Bro, stell dich doch bitte nicht dumm. Ja, natürlich hätten sie nicht zugegeben, dass er Klicks kauft, selbst wenn das der Fall gewesen wäre. Aber sie hätten dir eventuell Belege schicken können, um dir zu zeigen, dass das eben nicht der Fall ist. In der Reaction hat Unsympathisch TV auch die Watchtime von diesem Video gezeigt. Und da sieht man halt deutlich, dass er da offensichtlich keine Klicks gekauft hat. Ey, der hat halt wirklich eine... Junge, what the fuck? Ey, was hat der für eine kranke Watchtime? Also ich meine, seine Videos sind ja generell ziemlich kurz. Aber für ein kurzes Video, der hat ja bis fast zum Schluss, hält ja fast alle seine Zuschauer auf seine Videos. Das ist also ohne Scheiß, das ist mega stark. Weil die Watchtime einfach mega krass ist. Auch die Aussage von Spendi hätte Sascha eventuell direkt richtigstellen können. Denn in seiner Reaction hat er dazu Folgendes gesagt. Keine Ahnung, oder dieses Video, das ist das Letzte, an was ich mich erinnern kann, dass einfach Geld investiert wurde in AdSense. Und es wurde als Werbung geschalten. Da würde ich jetzt aber mal sagen, das ist nicht das Klicks kaufen, auf das ABK hinaus will. Wenn du im Vorfeld darüber mit Sascha geredet hättest, dann wären diese haltlosen Anschuldigungen nie im Leben in deinem Video gelandet, weil er dir halt alles hätte zeigen und erklären können. Ja, und Lügen über andere zu verbreiten, wofür man nicht mal das winzigste Indiz hat, ist halt wirklich sehr peinlich. Aber gut, du hast ja auch nur Abitur, woher sollst du das wissen? Was sollst du sagen, weil vielleicht hast du ja noch irgendeine neue Erkenntnis gewonnen oder was auch immer. Und ich wünsche dir noch bei deinem weiteren schönen Abend. Das ist doch schön. Ich danke, dass du mir jetzt nicht über eine Antwort. Ey, guck mal, halt deine Fresse, schreib mir gar nicht, frag gar nicht, ob geheuchelt. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Ja, schönen Abend, so, ich weiß doch ganz genau, was du vorhast. Mach deine Videos, laber mich privat nicht voll, hab deine Fresse und mach einfach, was du machen willst und fuck mich einfach nicht ab. Okay, tschüss.
Bin ich eine Chaya, dass du mir schreibst, dass du mich gleich ficken willst oder was? Willst du doch was dazu sagen? Und ja, ich hab dir noch nach dem Motto so eine Chance gegeben, dich dazu zu äußern oder was zu berichtigen und so. So voll die Wichtigtour, so wenn ich was zu... Auch das ist halt einfach wieder mega respektlos, denn Tim Jacken wollte hier halt einfach nur journalistisch sauber arbeiten. TJ wollte ein Video machen, was sich kritisch mit dem ABK-Thema auseinandersetzt, ihm aber trotzdem im Vorfeld die Möglichkeit geben, zu seinen Äußerungen nochmal Stellung zu beziehen, vor allem im Blickpunkt darauf, dass sich die Beschuldigten zu diesem Zeitpunkt ja alle schon geäußert hatten. Das ist halt eigentlich sogar mega korrekt von TJ und er will dich damit auch nicht ficken, sondern er will darüber halt einfach nur berichten. Und wenn ABK beispielsweise einige Dinge eingesehen hätte, dann wäre das Video zu einem gewissen Teil ja auch positiv gewesen und dann hätte er auch gut über ABK geredet. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum ABK immer alles, was man ihm schreibt oder sagt, irgendwie als Angriff nimmt, selbst wenn man sich einfach nur an journalistische Standards hält. Das solltest du vielleicht auch langsam mal machen. Was ich bei ABK übrigens auch null verstehe, ist, warum immer irgendwelche Kollegen daneben ihm sitzen. Ich meine, das gibt einfach null Mehrwert und ist halt auch nie lustig. Digga, das ist halt ultra cringe, oder? Ach ja, ich hab ja gar keine Freunde. Er beschwert sich in seinem Video übrigens noch darüber, dass er als Verschwörungstheoretiker hingestellt wird. Und zwar so hier. Merkt ihr, Leute? Ich habe ein YouTube-Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich meine, dass ein Trimax sich extra dumm stellt und dass andere YouTuber vielleicht Klicks kaufen. Und ich habe sogar gesagt, dass das alles eine Spekulation ist und ich das nicht beweisen kann. Und guck mal, was ich dargestellt werde. Ja, es ist richtig, dass er gesagt hat, dass das nur eine Spekulation ist. Das ändert doch aber nichts daran, dass das eine super weit hergeholte Theorie ist, die halt null mit der Realität zu tun hat. Seine Belege... Was hat Tim eigentlich... Also ich muss jetzt mal ganz kurz gucken... Meine Haare sind übrigens auch mega abgefuckt, aber so wie sich Tim über meine Haare öfter mal äußert, beziehungsweise auch mein Gesicht äußert, muss ich das hier mal ganz kurz anmerken. Hier hat sich im Sektor Hinterkopf, Bereich 6, links hinten, ein riesen Haarbüschel nach oben gesetzt und somit die Frisur von Tim Held beeinflusst, ja. Negativ beeinflusst. Jetzt kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Die er für diese Spekulation genannt hat, haben wirklich null Aussagekraft gehabt und viele waren doch einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Ich meine Dinge wie, er hat immer mal wieder 1,3 Millionen Aufrufe oder er hat wenige Kommentare bei manchen Reactions, ist halt absolut kein Beleg da. Und was mir jetzt auch auffällt, wie läuft denn Tim... Ui, jetzt wird es ja noch heftiger. Hey, was ist denn jetzt los? Hat sich hier gerade was geändert währenddessen? Das ist ja noch heftiger geworden. Junge, Tim sieht gerade eben aus wie ein richtig runtergekommener, einfach ein No-Name-Shirt an. Zumindest sieht man hier keine Marke. Und seine Haare scheißen ab, ja? Nice, Bruder. Endlich ist er auf meinem Level. Das finde ich gut. Das finde ich richtig und wichtig. Dafür, dass irgendwer Klicks kauft. Du machst halt exakt das, was Verschwörungstheoretiker machen. Du reißt Dinge so krass aus dem Zusammenhang, bis sie irgendwie in deine Meinung passen. Alle Informationen, die deine Meinung nicht bestätigen, lässt du lieber einfach mal weg. Die existieren gar nicht. Ist doch dann wirklich kein Wunder, dass sich die Leute als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Deine Argumentation ist halt genauso schlecht wie die von dieser Frau hier. Wenn man dann weiß, dass seine drei Kinder nicht geimpft sind, nicht einmal. Woher weiß man das? Ich habe das in alternativen Medien von einem natürlich Arzt gehört, der in den USA lebt und in der Nähe des Hauses von Herrn Gates wohnt. Niemals. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Kamera und der Ton sehr synchron sind. Weil man hätte das doch, wollen wir ganz kurz, Kamera ging aus, deswegen asynchron. Das hätte man doch zusammenschneiden können, Bruder. Und Kontakt hat mit... Gibt Gates keine Chance. Es gibt halt wirklich Menschen, die so sind, Mann. Hörte, grüß dich, Bruder. Also es gibt halt wirklich Menschen, die sind halt einfach so. Die denken halt wirklich, die trinken, so Gates trinken Kinderblut. Leuten, die da ein- und ausgehen und... Ja bekannt. Ich finde es immer noch unfassbar peinlich von ABK, wie er hier irgendwelche haltlosen Anschuldigungen gegen alle möglichen YouTuber raushaut. Gerade so Dinge, dass Leute sich Klicks kaufen, kann halt schon mega rufschädigend sein. Und selbst nachdem sich diese Dinge nachweislich als falsch herausgestellt haben, gibt es keine Entschuldigung oder Rechtfertigung oder Klarstellung von ABK, sondern er zieht einfach zum Beispiel Spendi noch weiter mit rein oder greift im halben Video Tim Jacken persönlich an. Kein Plan, was gerade mit ABK los ist, aber ganz ehrlich, ich feiere es. Ich feiere es wirklich, weil es einfach kostenloser Content ist. Bitte mach genauso weiter. Ich. Ja, also, Widersprüche sind auf jeden Fall zu erkennen. Ich weiß immer noch nicht, ob ABK hier gerade ein Spiel spielt. Ich weiß nicht, Leute, schreibt gerne mal eure Meinung dazu rein. Denkt ihr, ABK macht das mit Absicht und hat eigentlich im Hinterkopf noch irgendwas, um alle Hops zu nehmen? Oder sagt ihr, der ist gerade wirklich aus seinem Film? Das ist gerade ganz schwierig, ja? Wobei, jetzt hatte ich schon im letzten Video, hatte ich schon gedacht bei ihm, der spielt ein Spiel und dann hat er mich irgendwie danach nochmal enttäuscht. Das war irgendwie ein bisschen traurig.
Die Frage ist, was ist jetzt? Das kann ABK nur mit Absicht machen. Ich weiß, ja, es ist so. Ich kann wirklich, das kann eigentlich sonst nicht anders sein, Mann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt mies Hops nimmt, ne? Also dass er am Ende des Tages richtig, richtig Hops nimmt. Und jeder YouTuber, der mit inbezogen war, wie Spendi und Unsympathisch TV, das wäre so krank, wären so involviert und würden die Rolle halt mitspielen, damit er nur alleine Kuchen TV Hops nehmen kann. Junge, stell dir das mal vor. Damit er jetzt sagen kann, Alter, Kuchen TV, ich hab dich Hops genommen. So, jeder hat mit mir gespielt, so Montana Black, Unsympathisch TV und so. Das ist ja so heftig einfach. Also das ist ja heftig. Das ist ja brutal heftig.